Neues Spiel, neues Glück. Mit Zoidberg und Citronius. Und wir haben eine doofe Flugzone. Was machen wir? Gehen wir Boatyard. Wie heißt das Ding? Das ist nicht Boatyard. Sag keinen Namen. Barrel Pier, aber das Ja. Kleine. Das nehmen wir. Würde ich sagen. Welche Richtung? Eher von oben oder eher von da, von den zwei Hangern oder Ach von so, da? oder will das große Therapy? Ja, das ist vielleicht sogar noch besser. Ja, stimmt. Und welches hast du gemeint? Das Das da. da. Nee, aber das passt schon. Nee, Ach dann so. nehmen wir das ja. Mir ist es egal. Mir ist es wurscht. Ich habe bloß das da, Hanna. Nee, wir nehmen das. Das passt schon. Ich gehe auf eine von den zwei Hallen da. Das ist gut, ja. In das große Haus. Dann folge ich mal Citronius, dass man zumindest gleichzeitig aus dem Flieger rauskommt. Wir waren so gut, dass sie uns jetzt keinen zusätzlichen Handlanger zugestanden haben, die Spieleprogrammierer. Haben sie uns keinen mit dazugeschmissen? Was ist eigentlich besser, streamen auf Twitch oder auf YouTube? Ich glaube, heute sollten wir nicht mehr mit Twitch anfangen, aber man Oh, so. ganz viele. Also links von uns, von mir sind drei Stück. Ja, aber putz. Ja, das ist harmlos. Die sind halt direkt hinter dir, also. Muss Ja, jetzt. ich muss direkt Muss runter und jetzt. looten. Ja, da hast du jetzt einen Spaß. Habt ihr gesehen, wie viele es waren hier? Ich glaube drei. Also ich habe Nicht drei schlecht. gesehen. Es kann aber auch sein, dass es Ja, einer aber auch ist. ein Team. Yes, Sir. Und schon habe ich guten Loot. Soldberg, ich komme mal zu dir, dann kannst du in aller Ruhe looten, während ich mir. Während ich dir die Kasper vom Hals schaffe. Sprach so nur der Genock. Wie hat Mike Tyson gesagt, jeder hat einen Plan bis until you get punched in the face. Ich weiß jetzt nicht, wo die hingelaufen sind, aber ich sehe sie nicht mehr. Ja, die sind weg. Keine Ahnung was. Wait a Oh. minute. Schießt du? Nein. Das war auf mich, ich weiß nicht woher. Der steht hier im Wasser. What the hell? Der steht hier im Wasser. Jetzt kriecht er unter Wasser rum. Wir haben einen sogenannten Unterwasserkriecher. Haschen. Ja. Ey, frag mich. Der ist ins. Ach, weißt du, es kann sein, dass die alle ins Wasser gefallen sind, Idiot. Ist eigentlich perfekt zum Landen, weil die Bots dann alle im Wasser rumeiern. Es müssen noch drei übrig sein von den mindestens. Okay, ich wäre fast von einem Bot genockt worden. Nice. Er ist direkt bei mir. Er, Schön. nee, nee, ich hab ihn nicht. Er steht hinter irgendeinem scheiß Busch. Ich hab ihn nicht gesehen. Lol. Ich glaube, der ist hier. Ich schmeiß da mal Flashbang rein. Ah, ich sehe ihn. Ich bin. Das war echt. Vor allen Dingen, der ist auch so gut getarnt, weißt du? Deswegen habe ich den nicht gesehen. Mit seiner pinken Latexhose. Oh, da ist der nächste Kasper. Oh, dieses Gebüsch hier, das ist ultra nervig. Man sieht echt nicht, wo die Dudes sind. War hier irgendwo? Okay, das war aber jetzt, das war's, glaube ich. Der hat eine Ork, keine Ahnung, ob die jemand will.
Ich habe die M4 momentan. Also wenn jemand eine MK12 oder... Der hatte meine Ork, ich nehm's zurück. Ich hab seine scheiß Bison aufgehoben, warum weiß ich nicht. Spielt hier dann jemand MP? Mm-mm. Diese Runde nicht, ne? Okay. Ich hab nur Schrottloot, wir müssen nochmal irgendwo hin zum Looten. Ich verletze auch gerade meinen Vorsatz, eine Munitionsart zu spielen, weil ich so wenig Munition habe, dass ich froh bin über jeden Schuss. Ja. SLR hier. Viroscope. Holo, falls noch einer braucht. Ich habe jetzt hier herum habe ich alles gefunden, was ich brauche. Bin ich glücklich. Also hier liegt Bison mit viel Munition, falls jemand. Ja, und hier ist eine SLR und Viroscopes, falls ihr noch keine Scopes habt. Zwei Viroscopes liegen hier. Habe ich bereits. Drei Viroscopes okay. Liegen hier. Yes. Die haben das Haus mit Viroscopes aufgefüllt einfach. Dann noch eine Ace mit unglaublich viel Munition liegen, Zitronen, falls du das brauchst. Ich bin ja jetzt umgestiegen. Ich habe jetzt die Aug. Arscht. Aber eine 5er DMA war mir lieber. Ich habe jetzt die SKS nur. Ja, habe ich natürlich im Angebot. Komm's her, eine Mark 12 liegt hier. Ja. Max Mini? Eine der beiden. Nimm die Mark. Was spielst du gerade? Die Mark 12 ist besser. Die hat im Liegen. Die Mark 12 finde ich besser. Das soll man tauschen. Können wir, ja. Irgendjemand spielt freiwillig. Oh, das schießt jemand. Das war, kam von unten. Von hier irgendwo. Gelb am... In dem Busch oder was? Ja, hinter der Kante ist runtergelaufen. Den schnapp ich mir jetzt. Warte, hier. Den hole ich jetzt. Mit der Pfanne, Alter. Lass meinen Achter bitte liegen. Hast du auch einen Achter drauf? Ja. Dann hast du einen Achter, da hat er liegen. Bis da okay. Liegt noch ein Achter. Der ist. Ist gut möglich, dass der nicht allein war, der Bro. Ist gut möglich, dass der Bro nicht allein war. Hier liegt ein Sexoscope. Ich hab schon einen Achter. Ich glaube. Ich kann aber tauschen, wenn du lieber einen Dings Achter willst, dann kann ich Sechser gegen Achter tauschen. Weiß. Nee, ich bin glücklich. Alles gut. Oh ja, gerade Griff. Ey, der hat krasses Zeug gehabt, ganz ehrlich. Und das war. Nimm sein Chip mit. Ja. Ich will dem Typen nicht nochmal über den Weg laufen. Das war auf jeden Fall ein Spieler. Ja. Aber der war allein, das fand ich halt echt bemerkenswert. Der ist wahrscheinlich übers Ferry Pier irgendwie. Er war genockt, das bedeutet, sein Team rennt noch irgendwo rum, aber er ist wahrscheinlich allein irgendwie übers Ferry Pier rumgekommen, oder? Kann das sein, dass er irgendwie. Der läuft auf eine offene Fläche. So, weiß ich nicht, ob so. Ich dachte, wir gehen da rüber. Aber über den Strand? Warte mal, ich gehe jetzt. Ich will jetzt nochmal ganz kurz ihm sein Zeug looten, glaube ich.
Ich will nochmal ganz kurz zum Sensor Glue. Das 8er Scope und die K98 ist halt schon nice, ne? Nee, aber passt schon. Hallo? Servus. Was ist eigentlich besser, die M4 oder die AUG? Ich mag mit dem taktischen Schaft die M4 mehr, ohne taktischen Schaft die AUG. Okay. Also ich nehme jetzt mal die M4, ganz ehrlich, die spiele ich nie. Ich spiele immer die AUG, aber jetzt nehme ich mal die M4. Wir müssen irgendwann mal darüber. Lass uns mal zu Dr. Soldberg rein in den Wald gehen. Oh nee, wir müssen nach Puccinki laufen. Wir holen uns das Auto, das da unten an der Straße immer steht. Da ist ein Dacia. Ich habe Amber nochmal geschrieben, ob sie nochmal eine Runde mit mir spielen will, aber nachdem sie die letzten zwei Runden, die wir gemeinsam gespielt haben, mich die Hälfte der Zeit durch die Gegend getragen hat, hat sie sich nicht mehr bei mir gemeldet, Citronius. Ist das ein Mädchen oder was? nee, das ist eine Kriegsgöttin des PUBGs, also als Mädchen würde ich die nicht bezeichnen. Die ist in Valhalla schon, von uns aus gesehen. Mit der passiert sehr viel schon auf Muscle Memory. Ja, das ist ultra. Also das ist halt crazy, was die macht, ja. Und die trifft halt die Sprays, das ist halt völlig crazy. Wollen wir hier noch looten oder wollen wir gleich los? Wir haben noch 50 Sekunden. Ja, lass mal noch mal gucken, vielleicht finden wir noch ein paar Medipacks oder so. Da habe ich auch noch nicht viel. Da liegt noch unglaublich viel Munition rum. Oh! M24, spiel eine M24. Ich bleib jetzt bei der Mini. Ich kenne keine 7er Munition mehr. Okay, dann lege ich einen Extended Mag und einen Kompensator hier hin. Ich switch um auf die M24, da kann ich die One-Shots machen. Oh, da ist ein Emergency Pickup. Da ist ein Emergency Pickup, vielleicht nehmen wir einfach das. Ja, genau. Dann müssen wir nicht durch den Wald eiern. Ich bastel das mal dahin, okay? Ah, das Taxi-Skin ist so geil. Ja, dann mach mal. Also meinst du, wir bauen es gleich auf? Wir können noch warten, bis der Notfall wird. Ja, du hast recht. Sonst wird es seinem Namen nicht gerecht, weißt du? So, jetzt bin ich glücklich. Baut nochmal Painkillers rein und alles. Irgendwie extrem ruhig, der Hanna. Ja. Wo willst du hin eigentlich? Irgendwo auf dem Berg. Der Berg bei Rosshock, ja, aber das sind 100% schon welche. Sollen wir das probieren? Oder die. Wir gehen hier in diese Berge beim Boatyard. Das ist geil, da kann man sich gut verstecken. Da kann man sich gut verstecken und dann kann man, schauen wir in aller Ruhe mal. Da unten fährt ein Auto in Puccinki. Da fahren zwei Autos. Oh shit, die fahren. Die fahren in die Richtung, wo wir auch hin wollen.
Oh, genau unter mir. Was? Auto? Das Auto. Shit, ja. Oh. Yes, sir. Ja, muss es. Der überfährt euch, Zitronius. Wow, shit. Boah, die Karre ist so voll im Arsch schon. Rechts vor mir, vor mir. Dreh dich um und dreht er dir, Zitronius. Scheiße. Oben auf dem Berg sind zwei rechts. Ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Gut. Nennt mich Amber. Unten beim Auto. Bei meinem Markierer, da läuft Gilly auf dich zu. Ja, ich seh's. Mach den Gilly Platz so. Mach. Oder hast du ihn schon? Warte. Ne, ich seh nicht. Du kannst meinen Chip holen, mach den Gilly platt. Ich das ist wichtiger. Shit, Zitrone, das kriegt er auch noch rum. Fuck. Ah, oh, die sehen mich, die sehen mich. Gut. So, jetzt im Moment, eins nach dem anderen. Jetzt mal erstmal Zitronius, dann schnappen wir uns einen Swordback, seinen Chip. Und in Bodyard ist Wiederbelebungsstation, kein Problem. Aber ich habe noch ein Auto gehört. Ja, habe ich auch gehört. Okay, jetzt holen wir uns einen Swordback. Ich habe einen Achter, wenn du Achter bist. Aber ich habe selber eins. So, und jetzt verziehen. Also, Bodyard ist nicht mehr drin. Shit, wo ist denn die nächste Revive Station? Bodyard, okay, also dann renne ich jetzt da runter. Du hast noch eine Minute 30. Ich komm mit. Let's go. Ja, schmeiß einen Rauch, wenn du da bist. Ja. Noch 17. Also ein Team haben wir komplett gerottet. Aber es war noch ein zweites da, ne? Komm ich da rüber, verdammt. Oh boy, das wird knapp, ey, shit. Ah, das wird schon, das wird schon. Aber wir gefightet haben auf dem Berg, da ist ein Geländewagen hochgefahren. Ja, ja, die gucken sich jetzt da an, was da los war. Es ist eigentlich auch nicht zu übersehen, dass wir hier gerade revived haben. In 90 Geländewagen, komm zurück, komm zu uns. Ich glaube, der Geländewagen kommt zu uns. Ja, der ist rechts von uns. Ich bräuchte noch eine Weste, meine hat Löcher. Schießen die auf dich? Ja. Okay, auf mich schießen sie auch von hinten. Oben auf dem Berg sind. Siehst du? Wir müssen jetzt schlau spielen. Wir machen das jetzt so, dass wir. Die kommen. Shit, wir brauchen ein Auto. Ist unser Auto noch da? Ja. Nee, nee, lass laufen, lass laufen. Shit, jetzt kriegen wir ein Zonenproblem hier. Fuck. Komm auf meine Seite, die sehen dich sonst. Shit.
Ist egal, die sehen uns so oder so, die Zone ist scheiße. Ja, die lassen wir nicht liegen, aber das ist wahrscheinlich schon gelootet, oder? MG3 ist noch drin. Da oben ist ein Zweierauto. Rechts von euch. Stimmt, das war vorher noch nicht da. Zone tut es richtig weh. Ich lande bei Blau. Ich weiß nicht, ob da was drin ist oder nicht. Okay, jetzt lass uns mal langsam aber sicher davor sneaken. Oh mein Gott, wir müssen voll über die offene Fläche. Das ist schlecht. Wir gehen außen rum, wir gehen da rum. Irgendwo muss der mit dem Auto sein. Der Soldberg hat jetzt einen riesen Vorteil, nämlich Location. Der Soldberg hat jetzt die Location, den Location-Vorteil und wir sind hier gekniffen in der offenen Fläche. Fuck. Let's go, let's run. Ich renn zum Soldberg. Der Laber-Clan ist auch am Start hier. Bei dir ist niemand, Soldberg. Ich habe bis jetzt keinen bemerkt. Das ist erfreulich. Dann können wir bei dir kurz verschnaufen. Da, bei Blau ist ein Auto gewesen. Wir looten hier mal noch ein bisschen Medi-Stuff, ganz ehrlich. Und Smokes. Zitronis, was du sagen wolltest, ist, dass dein Buddy weniger Stunden gezockt hat als Amber. Zumindest ist wenige Spiele. Hast du einen Helm irgendwo gesehen? Achtung, da oben ist wer. Nee, bisher nicht. Der Typ ist ein Bot, hundertprozentig. Der Typ hinter dem Baum ist ein Bot. Der hält verdammt viel aus. Ein Panzerbot. Rechts unten muss noch einer sein. Da oben ist auch wer. Gelockt. Motorrad von hinten. Ne, das ist der Dings, der Skin V8. An den unseren Markern ist niemand mehr. Die sind alle weg. Ich sehe einen hier oben. Direkt an der Kuppe. Hat mich gesehen. Und ist äußerst unglücklich drüber. Schießt wie die Hölle. Ich gehe nach hinten runter. Ich hab keinen Helm. Ja. Zitronis, du bist direkt bei dem Typen. Ich weiß. Oh, fuck. Shit, what the hell? Ich seh'n. Der ist auf jeden Fall low. Hast du'n? Soldberg? Wir sind am Baum beim Zitronius. Ich hab keinen Helm, ich kann nichts machen. Und die sind zu zweit. Okay, muss ich jetzt was Schlaues machen. Ich bombardiere die jetzt. Gnadenlos. Okay, das war von woanders. Vor mir ist einer, ich weiß es. Scheiße, warte mal. Es waren zwei vor dir. Ja, jetzt sterbe ich, aber ist wurscht. Ah, links, über mir. Wir sterben jetzt sowieso. Die Richtung. Ja, ist ein bisschen blöd, ne? Da kann ich jetzt nichts mehr machen. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Ich hab sogar seinen Dreierhelm durch die Windschutzscheibe gesehen.
Naja, aber wir haben uns, glaube ich, ganz gut geschlagen.